keine Führungen, aber ein besonderer Anlass. Tief drinnen im Berg, in den Zinnkammern Pöhler, wurden jüngst Fördergelder vergeben. Diesmal aber kleine Summen. Eben für Kleinprojekte. Wo sonst das Regionalmanagement im Verein Zukunft Westerzgebirge Millionensummen vergibt, war das diesmal mit 200.000 Euro eine überschaubare Größe. Nicht weniger bedeutsam sind jedoch die Vorhaben. Insgesamt wurden 23 Projekte mit Fördermitteln bedacht. Die Bescheidübergabe in den Zinnkammern eine Zeremonie mit Symbolcharakter. Im Bund-Länder-Projekt unter dem Titel Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz ist ein Regionalbudget vorgesehen, das nun genutzt werden kann. 20.000 Euro Eigenmittel steuert der Verein bei. Sachsen sei dabei Vorreiter, sagte Beate Bauer vom Regionalmanagement. Als erstes Bundesland habe er die Mitfinanzierung sichergestellt. Und wo bisher ein großer Bürokratieaufwand dahinter steckte oder wegen Geringfügigkeit erst gar keine Fördermittel bestand, soll es nun ganz einfach gehen. Zukunft Westerzgebirge vergibt die Mittel und rechnet ab. Ein Segen für die Projektpartner. Das Landratsamt bleibt außen vor. Bis zu 80% Förderung stehen nun für Projekte wie eine Werbeaktion der Heimatecke Waschleite, Anschaffungen für das Hammerherrenhaus in Karlsfeld und vieles mehr zur Verfügung. Den Rest muss der Antragsteller selbst tragen. Ohne Eigenmittel geht es nicht. Dennoch helfe es ungemein weiter, hieß es von den Gästen im Berg. Die aber müssen sich nun sputen. Bis Ende Oktober müssen die Vorhaben abgeschlossen sein.